Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario und Luigi Dream Team Bros. Im letzten Part haben wir die letzten beiden Muskeleven hier besiegt und wir sind auch Game Over gegangen. Ja, toll! Aufgrund von Dingen, sehr unschönen Dingen. Mario war nämlich 5 Stunden am Stück schwindelig und er konnte jahrelang nichts mehr machen, wurde die ganze Zeit getroffen von irgendwelchen behinderten Attacken und ist dann gestorben. Schön, oder? Ja, aber das vergessen wir jetzt, denn das hier ist ein neuer Part und jetzt haben wir eben alle Muskelleveln besiegt und mal gucken, was jetzt passieren wird. Willkommen zurück! Yeah, wir haben alle. Ihr habt die Muskelleveln besiegt. Und wieder mal klingelt sein Handy. Hallo, hier ist die Ausflugsagentur. 2 Herausforderer haben die Muskelleveln besiegt. Ah, Muscolone scheint gerade angekommen zu sein. Also dann, ohne weitere Umschweife, ich präsentiere euch Muscolone. Na dann, zeig mal her. Hä? Was soll das? Muscolone ist doch gar nicht da. Was zum... Was ist das für ein unverschämtes Kichern? Ist sich köstlicher Witz. Er war Muscolone. Du selbst bist Muscolone? Ja, bin ich. Bin Muscolone. Wie hat er seinen Akzent so verstellen können? Keine Ahnung. Hab gemacht, große Täuschung. Komischer Akzent, perfekt nachgemacht. Sehr schön. Wir haben keine Zeit für solche Spielchen. Du musst sofort aufwachen. Wir müssen unverzüglich den Pyjama-Gipfel erklimmen. Nö. In Welt von Traum, ich prügel mit muskulösen Typen. So, ich kann eigene Muskeln selbst in Schlaf trainieren. Wache Welt ist sie schwach wie ausgespuckte Kaugummi. Muskulone bleiben hier. Es sieht so aus, als hätten wir keine andere Wahl. Wir nehmen deine Herausforderung an. Aber ich muss dich warnen. Auf dem Weg hierher haben wir schon ganz andere Aufgaben gemeistert. Uhuhu, genau das war geniales Plan. Ihr seid muskulöse Schnitzel. Endlich gute Herausforderung. Muskeleven, herkommen. Wir machen Vorführung von tägliches Muskeltraining. Oh Gott, jetzt kommen die Spacken wieder. So, zack. Er ist so stark. Oh mein Gott. Seht gut hin, ist sich ultimative Muskelkraft. Dagegen selbst Felsen weich und schwächlich. Gefällige Backpfeife, Meister! Das ist ein großer Felsen. Selbst dieser Fels sollte für den Meister kein Hindernis sein. Er wird ihn mit einer Berührung zu feinem Pulver zermahlen. Oder meinst du, der ist doch eine Nummer zu groß? Ist das Spiel von Kind. Und los. Ordentlich auf die Fresse bekommen. Das sah so witzig aus, sein Gesicht. Ach ja, sehr schön. Geschmeidig, Meister. Der Meister hat sich versteckt, um euch von hinten zu erschrecken. Er weiß, was er seinen Fans schuldig ist. Genau. Außerdem gut für Muskel. Dehnübung in Erde drin. Technik von wahre Meister. Jede Bewegung ist sich genau geplant, ich schwör. Ja, glauben wir dir natürlich aufs Wort. So, ihr Schnitzel jetzt fertig zum Braten? Ja, wir Schnitzel fertig zu braten. Jetzt gibt kein Pardon. Jetzt ihr werdet weich geklopft. Auf geht's! So, Bosskampf gegen Muscolone. Und der ist auch wirklich gar nicht so einfach. Er greift aber genauso an wie seine Muskeleven, also wir kennen seine Angriffe im Prinzip schon. Es ist ein bisschen was Neues teilweise dabei, aber nicht so wirklich. So, mal gucken. Sie springen hoch, also nicht springen. Habt ihr gesehen, im Hintergrund, die Viecher sind sehr, sehr hoch gesprungen. Und deswegen darf man eben nicht selber springen, weil Muscolone über uns drüber springen wird. Das muss man sich auf jeden Fall merken. So, wir beginnen mit einem Traumsprung und machen gleich mal ordentlich viel Schaden. So. Muscolone funktioniert jetzt auch nach einem bestimmten Prinzip. Denn, dass bei den anderen Gegnern, bei den Muskeleven, diese kleinen Viecher immer dabei waren, war ja eigentlich eher so ein Gimmick, aber jetzt nichts von Bedeutung. Bei ihm ist es aber schon sehr, sehr wichtig. Denn es ist so, wenn wir die kleinen Viecher mitbesiegen, was wir automatisch tun bei eigentlich jedem unserer Angriffe, dann wird er sauer, weil wir sie eben besiegt haben. Und dadurch werden seine Angriffe stärker und ich glaube sogar auch schneller. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber stärker auf jeden Fall. Und deswegen muss man aufpassen. So, er wird wütend.
Und macht den Angriff hier. Okay, es kommt vor ihm. Deswegen muss man schnell zurückhauen. Das kann man an dem Schatten erkennen. Man kann an dem Schatten erkennen, ob dieses Teil, was runterfällt, vor ihm kommt. Dann muss man sofort kontern. Oder auf ihn drauffallen würde. Dann würde er nämlich erst nach hinten ausweichen und erst dann zuschlagen. Also dann ist das Ganze ein bisschen zeitverzögert. So. Jetzt machen wir mal einen normalen Angriff, würde ich sagen. Und zack. Macht ja auch ganz ordentlichen Schaden. So. Wir haben aber wieder einige von den Viechern besiegt. Deswegen wird er wieder sauer. Das kann man aber nicht verhindern in der Traumwelt. Wir haben ja nur Angriffe, die mehrere treffen. So, jetzt haben nur zwei gejubelt und die oberen nicht. Ich bin so schlecht. Und die oberen nicht, deswegen haben die, deswegen hat er die oberen nicht mehr, oder ist er halt auf die oberen nicht mehr draufgesprungen. Und warum bin ich so scheiße und lass mich von dem Angriff immer treffen, Gottverdammt. So, Heilung. Und ich heile mich sogar, oder heile ich mich zweimal? Hm, nee, passt schon. Oder ich werde es bereuen, wenn ich es nicht tue. ich weiß es nicht. Nee, komm, wir lassen es erstmal. So, sie sind sehr interessant positioniert. Da würde ich sagen, benutze ich jetzt meine Traumkugel. Jawohl. Nee, ich benutze einfach den Traumsprung. Also mit der Traumkugel hätte ich halt bewirken können, dass nur er getroffen wird. Aber ja, das passt schon. Ja. Dann soll er halt sauer werden. Das ist schon okay. So, was kommt jetzt? Sein Super-Ultra-Angriff. Der ist neu, den hatte keiner, der muss geleveln. So, er springt. Warum bin ich eigentlich so schlecht in letzter Zeit? Das regt mich so auf, dass ich mich von jedem Kacklappen treffen lasse. Ja, er ist kein Kacklappen, aber trotzdem. Das regt mich so auf. So, Doppelheilung. Meine Fresse, ich bin so scheiße. So, wir machen jetzt auch mal Folgendes. Das will ich euch nämlich auch kurz zeigen. Wir werden jetzt jeden einzelnen von den Honks hier besiegen. Das könnte ein großer Fehler sein. Ich möchte euch aber mal zeigen. Denn wenn man das tut, dann wird er Ultra-Aggro. Also er hat zwei... Aggressionsstufen, sage ich jetzt mal. Einmal die normale Aggression und einmal die Ultra-Aggression. Und genau diese werden wir jetzt gleich sehen. Also ich werde versuchen, die alle zu besiegen. Vielleicht treffe ich ihn auch, aber habe ich. Sehr schön. Okay. Alle sind besiegt und dann wird er zum Super Saiyajin. So halb zumindest. So, jetzt macht er mega viel Schaden. Vor ihm. Also schnell kontern. Okay. Nochmal einer? Nein, kein Angriff mehr. Okay. Gut. Also wir werden seinen einen Turmangriff bestimmt nochmal sehen. Hey, das fällt mir jetzt erst auf. Das erinnert mich an Mario und Luigi. Die kleinen Viecher sind die Luigis und er ist Mario. Cool, das ist mir nie aufgefallen. So, und zack. Okay. Nochmal ein Angriff? Nein. Also normalerweise greift er auch immer zweimal an. Vor allem, wenn er nur diesen Hammerangriff da macht, weil der ist ja relativ... Ja, das ist nur ein einziger Treffer und geht relativ schnell. Deswegen greift er eigentlich immer öfter an, aber diesmal irgendwie nicht. Ich will mich mal nicht beschweren. Wieder der. Was zum Teufel? Mach mal einen anderen Angriff, du Pfeife. Ernsthaft? Okay, jetzt kommt noch einer. Ja, okay. So. Also ich empfehle euch eigentlich, irgendwo an den Rand zu gehen, weil dann hat man mehr Zeit, um auf die Schockwelle zu reagieren. Also immer schön hin und her laufen, damit man der Schockwelle gut ausweichen kann und sie rechtzeitig sieht. Die Schockwelle wird auch viel, viel schneller, wie wir sehen können. Aber es wird später eigentlich einfacher, ihr auszuweichen, weil sie eben so schnell kommt. Also einfach sofort springen, wenn er den Boden berührt. Und immer schön ausweichen, weil sonst zermalmt er euch und das wollt ihr nicht. So, und wenn ihr genügend ausgewichen seid, dann nimmt er auch nochmal Schaden am Ende. Puh. Okay, das waren jetzt, glaube ich, alle Angriffe, die er überhaupt kann. Die haben wir jetzt, glaube ich, schon gesehen. Und jetzt nochmal einen Traumsprung für richtig viel Schaden. Also er hat im Prinzip, wie gesagt, alle Angriffe von den ganzen Muskeleven, nur eben dieser... dieser Turmangriff, den wir ja auch können, den wir jetzt gerade machen, der ist komplett neu, den konnte keiner der Muskeleven. Das ist quasi, ja, seine Spezialattacke, wenn man so will. Aber wir können sowas auch. Und kabam! Exzellent! Und keiner, ja, fast keiner trifft. Oh Gott, das Timing bei Mario verkackt, verdammt, aber ist nicht so schlimm, passt schon. Okay, was kommt jetzt? Natürlich wieder der Angriff. Also am Anfang gleich an den Rand gehen, würde ich euch empfehlen, damit ihr mehr Zeit zum Reagieren habt. So, und die ersten beiden sind eigentlich wirklich die schwierigsten. Und danach wird es viel einfacher, weil danach müsst ihr einfach sofort springen, sobald er den Boden berührt. Und dann springt er jedes Mal drüber. Weil wenn die Schockwelle halt so langsam kommt, dann ist es, finde ich, viel schwieriger, da das richtige Timing zu finden, um drüber zu springen. Aber wenn sie so schnell ist, dann ist es, finde ich, zumindest leichter. Vielleicht geht es da euch anders, aber bei mir ist es auf jeden Fall so. So, wir machen nochmal einen Traumsprung. Also ich werde es jetzt wahrscheinlich so machen, immer, dass ich meine Traumattacken verwende, wenn er alleine ist, weil dann kann ich ja schön auf ihn draufmetzeln.
Und wenn er von Typen umgeben ist, mache ich nur einen normalen Angriff, damit ich nicht riskiere, dass alle wieder sterben und er zum Super Saiyajin wird. Weil wenn ich dann einen Angriff abbekomme, dann tut es, glaube ich, ziemlich weh und das möchte ich nicht unbedingt erleben. Und zack, exzellent. So, er könnte jetzt sogar schon sterben, vielleicht. Ja, ich bin mir nicht sicher, mal gucken. Ja, er stirbt schon, okay. Puh, also auch kein allzu einfacher Angriff. Wir waren einmal... Ja, wir waren gar nicht so arg kurz davor zu sterben, aber... Ja, es ging schon. Wir kriegen aber über 1000 Erfahrungspunkte, das ist schön. Und ich ärgere mich immer noch so über den Fail im letzten Part mit diesem Game Over, das war so unnötig. Aber ja, was soll's. Sie haben den Meister fertig gemacht! Woher nehmen Sie diese Kraft? Rückzug! Puh, ich bin Verlierer? Ist wie Lüge, nur ist sich leider wahr, ihr stärker als ihr aussieht. Ich hoffe, du siehst es jetzt endlich ein. In der Wachwelt gibt es auch starke Kämpfer. Ich sei am Boden zerstört, muss zurück in Waches Welt, muss mache neues Trainingsplan. Spitzt eure Bartmuskeln. Eines Tages wir prügeln nochmal. Na, hoffentlich nicht. Und warum kann er auf einmal fliegen? Jetzt mache ich Tschüss. Tschüss, Welt von Traum. Ja gut, er ist ja ein Super Saiyajin, also ja. Das sollte genügen, um Muskolone zu wecken. Wir sollten in die Wachwelt zurückkehren. Ja. So, wo geht's denn eigentlich zurück? Achso, gleich hier, okay. Das ist günstig. Einfach nur in die Röhre gehen und dann sind wir schon wieder zurück. Okay. Und dann haben wir tatsächlich Peenemünde abgeschlossen. Also, ja, doch, haben wir. Erstmal zumindest. Also, wir müssen später nochmal hier zurück. Aber für den jetzigen Zeitpunkt sind wir erstmal fertig. Hat ja auch lang genug gedauert. Aber mir gefällt es hier trotzdem in Peenemünde. Ja, ist sie so stark? Knaller! Wir haben es geschafft! Ist verrücktes Traum gewesen. War nur böses Traum. War sich nichts weiter. Muskulone nicht verlieren, wie Schwächlinge, Karnickel. Nur böses Traum. Nee, du würdest doch nicht verlieren. Wirklich? Bist du ganz sicher, Muskulone? Oh! Ist wie Traum? Komische Nasen von Traum? Schmelzen Gehirn wie Käse von Fondue? Ihr sagen mir! Warum alle Welt hier sich steht um mich? Zeit für die Arbeit! Du bist unser Bergführer! Ah! Oh, Verschlafung! Und er wurde zu einer Tanuki-Statue. Bruderherz wieder zurück, kommt sie spät, aber kommt nicht nie. Ist sich jetzt Zeit für Tour auf Pyjama-Gipfel? So ist sich. Verschlafung und zu spät kommen und nichts gut, ist sich sehr peinlich. Ist Zeit für Entschädigung. Tour wird. Hart. Härter. Härtestes. Super hartes Bergtourung. Was? Super hartes Bergtourung? Ihr viel Glück. Bruderherz und ich führen euch bis an Limitierung. Ist so. Ist die Zeit für Start von Tourung. Beginnen mit Wachmachung von Muskeln. Super hartes Bergtourung. Beginnen mit Aufwärmen von Muskeln in Beinen. Wir laufen zu Pfad. Auf Pyjama-Gipfel. Wie gut geöltes Blitz. Verstehen? Boah, das ist so schwierig, die zu sprechen, hä? Pyjama-Gipfel sich ist hinter Kissenschloss. Ihr nicht verlaufen. Laufen um Schloss herum. Dann ihr finden Weg zu Fuß von Berg. Pyjama-Gipfel, da treffen! Boah. Hey, warte gefälligst! Schätze, wir sollten auch schnell zum Pyjama-Gipfel. Also, ich liebe dieses Spiel wirklich, aber ein Kritikpunkt von dem Spiel ist wirklich die nervigen Charaktere. Es gibt so viele tolle Charaktere in dem Spiel, aber dann gibt es halt auch solche wie die. Wo ich mir dann denke, so, was zum Teufel haben sich die Entwickler dabei gedacht? So. Bevor wir da jetzt aber zu denen hingehen, also zum Pyjama-Gipfel, möchte ich doch noch etwas hier in Peenemünde machen. Nämlich nochmal zum Triathlon. Denn wir haben ja im vorletzten Part oder irgendwann mal, eine neue Attacke in der Wachwelt gelernt, nämlich die Chö-Kanone. Und mit der möchte ich jetzt noch schnell hier im Triathlon zeigen, was ich so drauf habe. Und auch wieder 800 oder im besten Fall sogar 999 Punkte erreichen. Und ich werde es wieder genauso machen wie beim Panzer. Oder auch bei der Brustblume auch schon, aber eher wie beim Panzer. Wenn ich versage, dann werde ich euch das wieder reinschneiden. Vor allem, das dauert hier auch so ein bisschen. Ja, obwohl, das geht sogar. Ah, kommt jetzt, ne? Ah, ja, genau. Also, ihr könnt sehen, normalerweise muss man ja mit der Chö-Kanone sechsmal
den richtigen Knopf drücken. Aber hier ist es jetzt am Anfang nur dreimal, es wird aber mehr. Das Gute ist aber, dass man schön viele Punkte bekommt. Also für den ersten Angriff kriegt man immer einen. BAB. Für den ersten Angriff kriegt man immer einen, dann zwei, dann drei, dann vier, dann fünf und so weiter und so fort. Und dementsprechend kann man hier relativ schnell und viel Punkte sammeln. Und man hat sogar vier Leben. Also das ist sogar relativ freundlich. Jetzt sind es aber schon vier, die wir drücken müssen. Und ja, es wird jetzt nicht einfach, vor allem weil ich halt jetzt kommentieren muss und nebenzu mir die Tastenreihenfolge merken. Also das würde jetzt sehr interessant werden. A, B, A, B, okay. Ja, das würde jetzt wirklich sehr interessant werden. Ich hoffe, dass ich es hinbekomme. Und es wirkt jetzt vielleicht wirklich so am Anfang, als würde das 100 Jahre dauern, bis wir da mal auf 800 kommen. Aber wie gesagt, es geht, weil es wird halt mehr und mehr und mehr. Und dadurch kriegen wir halt auch viel mehr Punkte. Also wenn es später. Also es geht, glaube ich, auch höher als bis 6, was das Normale ist. Also es geht, glaube ich, sogar bis 7 oder 8 hoch oder so. A, B, A, B. Was ziemlich krank ist, aber wenn es dann mal so weit oben ist, dann kriegen wir natürlich auch enorm viele Punkte. Dann kriegen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte auf einmal. Und das ist natürlich schon ziemlich viel. B, A, A, B, B. B, A, A, B, B, okay. Also jetzt geht es so langsam los, dass ich mir die Tastenkombinationen immer vorsagen muss, um mir das auch wirklich gut merken zu können, weil anders verkacke ich da so ein bisschen. Ist jetzt vielleicht nicht das allerbeste Commentary, wenn ich hier immer die Tastenkombinationen mir vorsage, B, B, A, A, B. Aber muss nun mal sein, weil sonst kriege ich das nicht auf die Reihe. So. Und das habe ich euch ja schon mal als Tipp gesagt, wenn die zweite Runde läuft, dann müsst ihr euch einfach nur den letzten Bruder merken und den Rest nicht, weil den Rest seht ihr ja. A, A, B, B, A. A, A, B, B, A. Okay. A, A, B, B, A. Und einfach nur jetzt das A merken. Das drücke ich und den Rest sehe ich ja. Ich sehe ja, ob als nächstes grün oder rot kommt. Und dementsprechend drücke ich halt A oder B. A, A, B, B, A. Und noch eine Sache übrigens, wenn man nicht mehr weiß, was der allererste Bruder ist, wenn man das vergessen hat, dann kriegt man da auch einen Tipp. Denn man hört es. Oder ich glaube, man hört es sogar bei jedem. Da will ich jetzt mal kurz aufpassen. B, A, B, A, B. Moment. Nee, okay, man hört es nur beim ersten. Aber beim ersten Bruder hört man auf jeden Fall, ob das die Stimme von Mario oder die Stimme von Luigi ist. Also wenn man den ersten Bruder schon wieder vergessen haben sollte, dann kriegt man da einen kleinen Tipp. B, A, A, B, B. Okay. B, A, A, B, B. Ich weiß, wie gesagt, ist es nicht das Spannendste. Könnte ich auch verstehen, wenn ihr das überspringen wollt. Aber ich will es halt eben euch zeigen, wegen 100% und so. A, B, B, A, B, A. Okay. A, B, B, A, B, A. A, B, B, A, B, A. A, B, B, A, B, A. Ja, jetzt wird schon ein bisschen schwieriger. A, B, A, B, B und A. Okay. B, B, A, 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 B. Okay, gut. Also bis zu 6 Dingern und auch bis zu 7 kann man sich's ganz gut merken. Ab 8 wird's schwierig. Und ab 9 wird's dann sehr, 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 sehr schwierig. Ich glaube, da gibt's sogar irgendwie so eine Studie drüber, dass man sich Telefonnummern bis zu 8 Ziffern ziemlich gut merken kann, aber ab 9 wird es dann irgendwie unmöglich. B, A, A, B, okay. Ab 9 wird es irgendwie unmöglich. Also bis zu 8 geht es relativ gut. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach euch 6 Ziffern hintereinander nennen würde, einfach irgendwelche 6 Ziffern, dann könntet ihr die sofort einfach so wiederholen, weil sich euer Gehirn das merken kann. Wenn ich jetzt aber euch 9 Ziffern hintereinander gebe, dann ist es B, B, A, B, A, A. B, B, A, B, A, A. Dann ist es quasi unmöglich für euch, sich das zu merken und nochmal perfekt wiederzugeben. Ist wirklich so. Wir können ja mal einen Test machen. Ich sage euch 6 Ziffern und ihr müsst versuchen, die zu wiederholen. 5, no oh Gott, scheiße. 5, 9, 8, 7, 3, 4, 5. Sag's nochmal. Kein Problem, oder? Habt ihr gekonnt? Ja, ich hoffe doch. Wenn ich euch aber 9 Ziffern geben würde, dann wäre das nahezu unmöglich, das nochmal zu schaffen. Weil es dann eben viel zu schwierig und viel zu viel auf einmal wird. Und ich glaube, also 7 Ziffern geht auch noch und 8 geht auch gerade noch so. B, B, A, B, B, A. Ach du Scheiße. B, B, A. Was? B, B, A? Man kann auch versuchen, rechtzeitig zu reagieren. Das klappt sogar auch ganz gut. Also man kann ja, das habe ich jetzt gerade eben gemacht, man kann einfach auch im richtigen Moment noch hinsehen. Man muss es sich ja eigentlich gar nicht merken. Man kann einfach versuchen, im richtigen Moment noch zu reagieren und hinzusehen. B, A, 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 B, A, B. Okay.
Einfach versuchen noch hinzusehen, welcher Bruder als nächstes kommt. Also allein durch Reaktionsschnelle kann man da auch einiges rausholen, wenn man die Kombination nicht mehr wissen sollte. Okay, und hier in der zweiten Runde ist es eh nicht mehr so schwierig. Okay. Puh. B, A, B, A, 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 B, B. B, A, B, A, 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 B, B. Okay. B, A, B, A, 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 B, B. Oh mein Gott, das sind jetzt schon 8. Aber dadurch, dass wir schon so weit sind, haben wir schon fast geschafft. Wir kriegen jetzt halt echt so unendlich viele Punkte auf einmal. Und wir haben noch 3 Leben, also wir müssen es hinbekommen. B, 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 A, 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 okay, das ist einfach. 3-mal B, 4-mal A, 1-mal B. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Okay, das ist einfach. Das ist immer am einfachsten, wenn viele hintereinander kommen. Also viele gleiche hintereinander kommen, meine ich. Dann kann man sich das eigentlich mal ganz gut merken. A, B, 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 A, 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 B, B, B. Wer fängt da an? Mario, okay. Also ich wusste, irgendwer fängt an, dann 3-mal der andere, 3-mal der andere und dann wieder der eine. Und da habe ich jetzt eben nicht gewusst, wer anfängt und dadurch konnte ich mir aber den Ruf zunutze machen. Weil am Anfang schreit ja Mario oder Luigi, wahoo! Und dementsprechend kann ich reagieren. B, A, okay, jetzt sind es weniger. B, A, B, B, A. Dafür werden sie aber schneller. Also das können wir schon sehen, sie greifen jetzt viel, viel schneller an auch und dadurch muss man auch viel schneller reagieren. A, A, B, A, B, B, oh mein Gott, okay, keine Ahnung. Ich versuch's durch Reaktionsschnelle zu machen. Nein, fuck, shit, nochmal. Gott. B, 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 A, A, was? B, 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 A, A, B, A, A, okay. Ah. Jetzt ist es auch nicht mehr so, oder ist es so? Ne, doch, ist es immer noch so. Ich dachte jetzt, dass nicht gleich viele Mario und Luigis unbedingt kommen müssen. Na, ist ja eh schon nicht so, keine Ahnung. A, B, B, A, B, A, A, B, B, A, B, A, okay. Das ist einfacher. A, B, B, A, B, A. Boah, mein Gehirn tut weh. A, B, A, B, B, A. So, einmal noch. B, A, B, A. A, B, A, B, B, A, B, A, A, B, A, B, okay, das ist auch einfach. B, A, B, A, A, B, A, B, okay, wir haben es eh schon. Mein Gehirn tut weh. Okay, gut. Wir kriegen für den B-Rang 100 Münzen. Für den A-Rang kriegen wir 300 Münzen. Und für den S-Rang kriegen wir die Krafthandschuhe. Und wir haben ja auch gerade eben die, was war das, die K.O.-Stiefel, glaube ich, von Muscolone bekommen. Die können wir uns jetzt auch gleich angucken. Und mal schauen, ob wir da ein bisschen was umswitchen können bei unseren Ausrüstungsgegenständen. Ja, ja. So, mal gucken. Was haben wir denn da? K.O.-Stiefel. Erhöhen deine Kraft mit jedem Gegner, den du im Laufe eines Kampfes besiegst. Die sind relativ cool. Vor allem in der Traumwelt, weil man da relativ viele Gegner besiegen kann. Und die sind auch momentan die mit Abstand besten von der Stärke her, deswegen geben wir die Luigi. Und ich werde mit Mario tatsächlich bei den schwachen K.O.-Stiefeln bleiben. Bei den schwachen Münzstiefeln meine ich. Weil ich viele Münzen haben will, weil ich mir davon tolles Zeugs kaufen kann. Das wird uns, das erscheint euch jetzt vielleicht blöd, dass ich nicht bessere nehme. Aber, ja gut, wir haben eh keine anderen besseren. Aber auch wenn wir jetzt 2 K.O.-Stiefel hätten, würde ich ihm auch keine geben. Weil halt Münzen echt wichtig sind. Das unterschätzt man so ein bisschen, aber später kommt noch dieser Mega-Ultra-Laden und da möchte ich möglichst viele Münzen dafür haben. Im Kampf fügst du Gegnern 150% Schaden zu. Das ist ziemlich nice, die Krafthandschuhe. Die könnten wir Luigi geben. Ich möchte aber eigentlich bei ihm den KP-Armreif behalten, weil halt Luigi ich so ein bisschen auf den, den Überlebenden ausrüsten will, sage ich mal. Also der soll halt wirklich alles überleben. Und der Retter in Not sein, falls Mario abkratzt. Im Moment, hat Mario seine Hose an? Ja, hat er. Okay. Ja, weil das sowas wie im letzten Part nochmal passiert, dass wir Game Over gehen, das brauche ich nicht unbedingt. Ich meine, es war in der Traumwelt. Deswegen kann mir da Luigi eh nicht helfen, aber trotzdem. Damit halt zumindest in der Wachwelt nicht sowas passiert. Aber nochmal, das im letzten Part, das war doch echt. Das war doch so ein schlechter Witz, oder? Also ich. Ich bin da immer noch nicht ganz drüber hinweggekommen, was da für eine Scheiße passiert ist, aber ja, kann man jetzt nicht mehr ändern.
Okay. Ich war jetzt noch kurz am Überlegen, ob wir noch zu Kylie gehen sollen und noch ein bisschen puzzeln, aber nee, habe ich jetzt gar keinen Bock. Also ich glaube, ich werde es wirklich so machen, dass ich halt in einem der allerletzten Parts dann einen so Mega-Ultra-Puzzle-Part mache, wo ich dann alle Puzzles auf einmal lösen werde, weil. Also ich habe mir überlegt, ob ich das so verteilen soll, aber. Ja, gut, es wäre eigentlich nicht verkehrt, weil man kriegt immer was Tolles, wenn man ja komm, wenn man die Stufe 3 schafft von einem Puzzle, kann ich ja mal sagen, man kriegt eine Plusbohne, also eine Bohne, die einen Wert um 3 erhöht und nicht nur um 1. Deswegen wäre das schon nicht verkehrt, aber. Ich weiß nicht. Nee. Ich will es trotzdem nicht machen. Also ich habe mir wirklich überlegt, ob ich es zwischendrin machen soll oder danach. Vielleicht wird sich auch meine Meinung doch noch ändern und ich mache es doch zwischendrin, keine Ahnung. Aber momentan ist der Plan, dass ich es am Ende mache. Also ich würde sowas eigentlich ganz gerne immer zwischendrin machen. Das Problem bei den Puzzle-Aktionen ist nur, dass es halt relativ viele Puzzles sind und dass die auch relativ lange dauern. Also wenn ich ein so Puzzle-Ding im Level 1, Level 2 und Level 3 hintereinander mache, dann kostet das wahrscheinlich 10 Minuten oder so. Und das ist halt schon relativ lange. Das ist ein Drittel von dem Part. Und ja gut, aber das alles in einem Part machen ist auch blöd, weil dann dauert der Part 1,5 Stunden oder so. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung, werden wir schon noch sehen. So, gerettete Kiste, sag mal. Die geretteten Kiste. Achso, die geretteten Kiste, lasst mich mal überlegen. Ihr beide habt bis jetzt 18 Kiste gerettet. Oh, so viele habt ihr schon gerettet. Das hier ist der Dank dafür, dass ihr schon 18 Kiste gerettet habt. Wir kriegen den Geburtstagsring. Und das ist immer noch nicht der Ausrüstungsgegenstand, den ich eigentlich meine. Aber okay, werden wir schon irgendwann kriegen. Wenn ihr irgendwo weitere Kiste seht, helft ihnen auch. Wenn ihr es schafft, 26 Kiste zu retten, gibt es eine Belohnung. Die Orte, an denen ihr die gefangenen Kiste. Ja. Denn ich kann es ja jetzt mal sagen, ich glaube, den Ausrüstungsgegenstand, den ich da meine, den wir irgendwann mal jetzt dann hoffentlich bekommen werden, den kriegt man doch von ihm, oder? Bin ich jetzt blöd? Ich meine schon. Das sind die Wanderstiefel. Und warum die Wanderstiefel heißen, das hat auch einen Grund, das werden wir aber noch sehen. So, Geburtstagsring. An deinem Geburtstag landest du bei Attacken nur tolle Treffer. Alles Gute, nur tolle Treffer. Ist ziemlich episch, aber nee. Was ist hier neu? Okay. Achso, auch der Geburtstagsring. Ah ja, okay, stimmt. Ja, richtig, weil der Geburtstagsring ist ja sowohl. Ja, er ist weder Hose noch Handschuhe, aber er ist halt ein Ausrüstungsgegenstand, ne? Okay. Ja, dann gehen wir jetzt zum Pyjama-Gipfel, würde ich sagen. Oder gibt es noch irgendwas zu tun? Ich bin noch am Überlegen, ob wir noch irgendwas Nebenquest-mäßiges machen können. Könnten wir bestimmt noch irgendwie, und mir fällt es gerade noch nicht ein. Aber nee, müsste eigentlich einigermaßen soweit passen. Ja doch, 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 müsste schon passen, ja. Wir gehen aber heute noch nicht zum Pyjama-Gipfel selber, sondern wir schauen uns jetzt erst noch hier beim Kissenschloss ein bisschen um. Denn da bin ich ja noch nie drum rumgegangen und das müssen wir jetzt machen für den Weg zum Pyjama-Gipfel. Denn da gibt es noch ein paar Blöcke und auch ein paar Bohnen. Ich glaube, in den Blöcken ist nur ziemlicher Müll drin. Wahrscheinlich immer nur ein paar Münzen oder so, weil man diese Blöcke halt schon von Anfang an bekommen könnte. Und deswegen ist da nichts allzu Spektakuläres. Aber muss halt auch mal sein, ne? Wir wollen ja das meiste hier auch finden. Und hier sind auch noch so diese schwächlichen Gegner. Ich mache mal den Erstangriff auf die. Weil ich glaube, die sterben jetzt schon durch den Erstangriff. Oder? Ja, 64 Schaden, das ist viel zu viel für die. Und wir kriegen 12 Erfahrungspunkte. Episch. Ja, und ich sage ja eigentlich immer, dass ich gegen jeden Gegner einmal kämpfen will, der hier so auf der Overworld ist. Ist hier noch eine Bohne? Nee. Bei den Gegnern mache ich aber eine Ausnahme, weil, ja, ihr seht ja selber ein, oder? Ich könnte jetzt auf jeden Fall einfach einen Erstangriff machen und dann war es das, aber das ist mir deutlich zu blöd. Deswegen lassen wir die Idioten einfach am Leben. So, also wie gesagt, hier sind noch einige Bohnen, die wir abstauben können. Gib mal her. Abwehrbohne, schön. Und da oben geht es jetzt eben zum Pyjama-Gipfel. Da möchte ich aber, wie gesagt, noch nicht hin. Das machen wir erst im nächsten Part. Da ist noch eine Bohne. Da sind noch viele Bohnen. Also hier kann man echt einige Bohnen finden. So, danke schön. Sonst keine mehr. Und hier sind doch bestimmt auch noch ein paar. Ja. Nämlich eine Herzbohne. Geh weg. Und nochmal was. Ein Block zumindest. Nämlich mit einem Pilz. Und aber keine Bohne mehr. Okay.
Jo, im Kissenschloss gibt's auch nicht wirklich was Neues zu tun. Aber welches Level haben wir gerade? Wir haben gerade Level 18 und 18, okay. Für den ersten Kampf in der Kampfarena wurde ja Level 22 empfohlen, deswegen könnte man das vielleicht mal machen. Weil 18 ist schon okay, sage ich jetzt mal. Also ich will ja trotzdem noch eine Challenge haben. Und mit 22 das zu machen, ist ein bisschen zu einfach sogar fast schon. Denn ich glaube, es ist so, dass die Kampfarena immer gleich schwierig ist. Also völlig unabhängig davon, ob ihr im normalen oder im schweren Modus spielt. Glaube ich zumindest. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass es so ist. Und falls ihr euch übrigens fragt, was ich gerade mache, es hat schon einen Sinn. Ich hoffe nur, dass man das jetzt schon machen kann. Und ja, ich glaube, wir gehen dann im nächsten Part mal zur Kampfarena und machen die, weil mit Level 18 kann man das schon machen. Ich will es ja ein bisschen schwierig haben. Genau, hier ist nämlich etwas, nämlich der Kamerablock für den Flughafen von Ladomita. Okay. Denn ihr wisst ja, zu jedem einzelnen Gebiet gibt es solche Fotoschnipsel und hier beim Flughafen eben auch. Und die haben wir gerade eben gefunden. Okay. Dann würde ich sagen, war es das jetzt für diesen Part von Let's Play Mario und Luigi Dream Team Bros. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir den Pyjama-Gipfel bezwingen werden und wahrscheinlich auch den Kampf in der Kampfarena machen werden. Aber mal gucken, da muss ich mir noch überlegen, ob wir das machen werden oder nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.